Ich bin der Helmut Reichelt aus Koblenz. Neben mir steht mein Freund Herbert Schneider aus Bitburg-Mötsch. Wir haben uns kennengelernt auf einer Ausstellung vom MEC Lahnstein Koblenz. Da hatte ich ein kleines Stück der Kleinbahn Philippsheim-Binsfeld nachgebaut. Und er hat mich dann angesprochen, wollen wir nicht zusammen was machen? Das war im Februar 2017. Und dann haben wir uns irgendwann im Mai getroffen und erste Pläne ausgeheckt und haben natürlich nicht gedacht, dass es so ein Riesentrum werden wird. Wir hatten dann die Bahn schon mal ausgestellt am 29. Oktober 2017 hier im Jugendraum des Heimatmuseums, einfach mal um zu testen, ob es funktioniert, ob die einzelnen Segmente zusammenpassen, ob man drauf fahren kann. Und das hat uns beiden schon sehr viel Spaß gemacht und wir hatten schon sehr, sehr viel Interesse gemerkt der Leute hier aus Binsfeld und Umgebung. So, und zur Geschichte der Bahn, das ist an sich die eigentliche Sache. Die Bahn wurde am 6. Mai 1900 eröffnet als Schmalspurbahn mit der Spurweite 75 cm. Die Überlegungen, eine Vollspurbahn, also die Spurweite, wie sie die Bundesbahn hat, von Philippsheim in Richtung Salmrohr zu legen, hatten sich zuvor zerschlagen. Aber der Bürgermeister von Binsfeld war sehr aktiv gewesen, wollte die Wirtschaft hier, vor allem die Tongruben, fördern. Die Tongrubenbesitzer haben auch Bahnanschluss gefordert. Und so kam es dann zum Bau der Bahn. Von Anfang an relativ viel Güterverkehr hatte, aber der Personenverkehr war immer sekundär. Personenverkehr gab es nur von 1900 bis 1937 und dann nochmal provisorisch nach dem Krieg in einem mit Bänken ausgerüsteten Güterwagen von 1947 bis zum Spätherbst bzw. frühen Frühjahr 1950, also Spätherbst 47, frühes Frühjahr 1950, denn die Konkurrenz eines Busunternehmens und die zunehmende private Motorisierung hat dafür gesorgt, dass der Personenverkehr unrentabel war. Im Güterverkehr erlebte die Bahn ab 1950 einen Aufschwung, als sie Baumaterialien für den Bau des Flugplatzes Spangdahlen transportierte. Die Hamburger Baufirma Radjens hatte extra dazu zwei Lokomotiven mitgebracht, eine Diesellok, eine Dampflok. Die Dampflokomotive konnte nie in Betrieb genommen werden. Die Diesellok fuhr aber zusätzliche Güterzüge und zwar nicht ab Philippsheim, sondern erst ab dem Haltepunkt Donladestelle. Da wurden dann die Güterwagen von der Kleinbahn übernommen. Von der Haltestelle Tonladestelle wurden dann die Züge die Güterwagen zum im Bau befindlichen Flugplatz Spangdahlen raufgebracht. 1965 war Schluss mit dem Betrieb auf dieser Bahn, weil die Verfrachter auf die Straße abgewandert waren. Aber Herbert Schneider und mir gefällt uns diese Bahn sehr toll und deswegen haben wir sie als Segmentanlage nachgebaut. Der Anpack, dass der Helmut hier schon bereits eine riesige Dokumentation hatte, auch im Zusammenhang mit dem Heimatverein, war das also ein glücklicher Umstand oder ein zusätzlicher Ansporn, etwas Sinnvolles auf die Beine zu stellen. Als Anrainer vom Mötsch hier, mal eben mit dem Fahrrad hier hingefahren, war es mir also leicht, die ganze Sache mehrfach zu inspizieren und mir Gedanken über die Streckenführung, wie man das als Segmentanlage verwirklichen kann, dann in der Folge zu machen. Ich habe dann eine Reihe von Fotos gemacht, von markanten Geländeprofilen und dann Streckenabschnitten und die dann auch versucht, in dem Projekt mal zu verwirklichen, erstmal skizzenhaft aufzutragen und war dann selber erstaunt, die Kleinbahn im Modell
wird nicht 3 Meter, wird nicht 5 Meter, sie wird immer länger. Und das Gesamtprojekt hat heute 15 Meter Länge, wobei der Bahnhof Philippsheim noch gar nicht dabei ist. So, dann kam als weiteres so ein Hinweis aus Kollegen meines Vereins, die dann sagten, ja, das kannst du nicht wie üblich nur flach machen, als flache Segmentstrecke von A nach B. Du musst dann auch den Höhenunterschied mit einbauen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger und wie man so schön sagt, dem Ingenieur ist nicht zu schwör, habe ich dann auch die höhenmäßige Änderungen eingebaut. Man erkennt also im Detail überhaupt nicht diese Höhenübergänge von der Flachstrecke in die Steilstrecke. Auf einmal fährt der Zug dann doch die Steilstrecke hoch, die jeweils einmal am Rattersbach entlang laufen und weiter unterhalb am Kallenbach. Ja, diese Schluchten forderten natürlich auch heraus, sie mussten auch dargestellt werden. Ich finde, das ist mir auch gelungen. Und dann kommt weiter oben auf der Höhe eine flache Strecke, die dann eine Tongrube, die da zuschauerwirksam zur Seite der Betrachter geöffnet ist, hinzukommt. Und als Abschluss, krönenden Abschluss, haben wir dann den Bahnhof Binsfeld in genauer Gleisfolge, wie er in der damals von der Bahn gebaut wurde, mit allen Weichen, mit allen Gleisen gebaut. Es gibt natürlich immer, wie bei der großen Bahn, Baustelle und wir werden ja auch weiterhin noch kleine Detailverbesserungen machen, damit die Züge besser laufen, damit es noch besser aussieht und uns dann quasi in die Startlöcher jetzt für eine weitere Ausstellung begeben. Als besonderes Bonbon bei der ganzen Sache, möchte ich nochmal wiederholen, ist also hier eine Wirksamkeit für die Zuschauer gegeben, da wir ja mit dem Heimatverein das zusammen machen. Der Heimatverein hat also die Dokumentation zur Bahn, bringt Publikum, was gar nicht so sehr modellbahnerisch interessiert ist. Die denken, naja, wir gehen vielleicht mal dahin, das soll auch Modellbahn sein. Aber wenn sie dann sehen, wie die Modellbahn Binsfeld-Philippsheim aussieht, sind sie auch davon begeistert. Und vielleicht kommt noch mal der ein oder andere aus dem Jugendbereich, weil wir ja auch eine hochmoderne Steuerung verwenden, bei der die Lokomotiven mit Smartphone gesteuert werden, dann bei der Jugend an. So, mein Freund Herbert sagte eben, die Bahn wird immer länger und er hat ausgedrückt, er wird sich über weitere Mitarbeiter freuen. So im Hinterkopf haben wir noch die Idee, den Bahnhof Philippsheim, also den Anschlussbahnhof, nachzubauen. Das können wir zu zweit, aber nicht alleine machen. Wir würden uns freuen, wenn noch andere Leute sich dazu gesellen würden und wir dann auch zeigen könnten, wie im Bahnhof Philippsheim umgeladen wurde von Normalspur auf Schmalspur und umgekehrt, wie die Tonbrocken umgeladen wurden von der Schmalspur per Hand. Das war eine Mordsplackerei gewesen, zu schlechten Löhnen damals, auf Normalspurwagen geschafft wurden oder wie beispielsweise in dem Anschlussgleis der US Army die Tankwagen umgefüllt wurden, was zu großen Problemen geführt hat. Ja, also uns beiden hat der Bau dieser Bahn sehr viel Freude gemacht, auch mitunter manchmal Stress, denn Arbeit ist es auch. Und ich möchte vor allem auch Herbert danken, der mir in manch kniffligen Situationen sehr viel weitergeholfen hat. Ich habe also einiges nicht so richtig hinbekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dank seiner Hilfe funktioniert das jetzt. Da bin ich sehr froh drum. Und jetzt haben wir hier unseren werten Herrn Schommer von der Kleinbahn, die von Philippsheim nach Binsfeld oder besser gesagt von Binsfeld nach Philippsheim
früher gefahren ist. Und der Herr Schommer ist einer, der noch aus dieser Zeit lebt. Er ist der letzte Zugführer. Ja. Und wir sind froh, dass wir die Dokumentation hier haben aus der Zeit. Und das war auch ein Ansporn für uns hier, für uns beide, für meinen Freund Helmut und für mich, diese Bahn im Modell nachzubauen. Jetzt wollen wir aber allerdings mal etwas von Ihnen wissen, Herr Schommer. Wann haben Sie in Ihrem Leben an der Kleinbahn zum Beispiel angefangen zu arbeiten? Im November 1946 habe ich angefangen. Da war ich 16 Jahre alt. Ja, und als was? Aber nicht direkt als Zugfahrer? Nein, erst als Gleisarbeiter. Ne? Ja. Und dann nach später habe ich Heizer, 4 Jahre Heizer gemacht. Ja. Lokheizer. Ja, ja. Ja, das war auch gut. Ja. 4 Jahre. Ja. Ne? Und dann wurde ein Zugführer gebraucht. Und dann hat man mich vorgeschlagen, da habe ich Zugführer gemacht. Ja. Ne? Ja, mussten Sie denn da auch noch einen Lehrgang besuchen oder Qualifikation oder ging das so einfach? Ja, einfach. Ja. Wir haben ein Buch gekriegt, nicht, wo man drin lernen soll. Nicht. Ja. Ja, dann hat sich das so ergeben. Ja, gut. Dann hat man mich als Zugführer gemacht. Ja, ja, und da gibt es ja auch so schöne Geschichten. Nicht nur, dass Sie der Zugführer waren, sondern dass Sie auch, wie wir gehört haben, des Öfteren den Bahnhofsvorsteher ersetzt haben. Wie ja, das ja, denn immer? Ja, den habe ich. Der Simon war das. Ach so. Und der hatte des Öfteren keine Lust oder Durst und Hunger? Ja, als Gasthaus auf der Hip, das war so nah dabei, nicht? Und da waren noch immer mehr Binsfelder Männer drin. Und da musste Herr Simon dann immer dahin. Ja klar, er muss ja werben für die Bahn. Ja. Er muss die mitfuhren. Ne? Ja, und dann werden ja auch viel Stückgut, nicht? Stückgut, ja, nicht? Ja. Da musste ich dann die Fachbriefe, da musste ich dann alles ja, machen. Ja, da ja, war noch Zeit genug. Ja, also so ein Dienststellenleiter, der die ganze Fracht überwacht hat, alle Frachtbriefe ausgestellt hat und dafür gesorgt hat, dass dann die Sache nicht nur bis Philippsheim kam, sondern mit der Bundesbahn weitertransportiert wurde. Ja. Was ankam, das haben wir von Philippsheim. Und was wegging von nach damals hatten wir noch viel Stückgut gehabt. Ja, ne? Da hatten wir den Güterschuppen immer voll. Oh ja, gut. Ja. Und wie war es denn mit dem Sägewerk, was hier oben war? Haben Sie da auch Holzfracht gemacht für? Was? Von dem Sägewerk, was hier neben dem Bahnhof war. Nee, oder brauchen Sie die, nicht? Da war damals, früher war da ein Sägewerk. Ja. Aber jetzt, zu der Zeit haben die nur noch Fässer gemacht, Eichenfässer. Ja. Ne, da hatten wir nichts. Ja. Aber wurden die denn auch schon mal transportiert von Ihnen? Ja. Nicht weniger. Die Moselbauern kamen die alle. Ach so, die kamen die holen selber. Ja. Haben Sie sonst noch irgendwelche Geschichten, die Sie uns erzählen können? Da gibt ja so eine Aussage, dass auch am Wochenende Privatfahrten gemacht wurden. Vom Binsfeld nach Philippsheim. Wie ging das denn? Privat war? Ja. Jo, aber nicht mit der Lok. Ja, ja. mit dem Hund. Ja. Und der war Hund? So ein Kleinwagen. Ne? Ja. Aber von Binsfeld nach Philippsheim rauf nicht mehr. Ja, und wie wurde der angetrieben? Da war kein nix. Der ist ja gelaufen von Binsfeld bis Philippsheim. Ach so. Da war kein Antrieb dran. Da haben Sie sozusagen oben einmal Anlauf genommen? Und sich da drauf geschwungen? Ja, direkt hinter dem Bahnhof, hinten ging es ja direkt bergab. Runter, ne? Dann ging ja da der Ziegelei, da ist er durchgelaufen. Ja, ne? Dann am Rattersbach vorbei, die Stallstrecke und dann unten die Kurve. Ja, vor dem Haltepunkt Dudeldorf, wie war es da immer?
Da waren an dem Hund war eine Handbremse dran. Da sollte so laufen. Ging da, nicht. Wäre so schnell gewesen. Ja, da wären Sie mit 100 Sachen unterwegs gewesen. Und wäre denn der Hund da unten in der Kurve rausgeflogen, wenn Sie nicht gebremst hätten? Nee. War nicht so schnell. Ja, und weiter dann hinterm Haltepunkt? Ging es dann direkt weiter oder musste man zwischendurch noch mal trampeln, dass der Hund weiterlief? Der Hund? Ja. Ja, von der Ziegelei, also von der Tonlage, da ging es ja flach bis auf Herforster Haltestelle. Ne? Ja. Da muss man manchmal ein paar Meter schieben. Ne? Ja. Und dann unten in Dudeldorf? Da ist er durchgelaufen. Da ist er durchgelaufen. Da ist er durchgelaufen. Ne? Da ist er durchgelaufen, bis Philippsheim. Und gab es denn sonst noch irgendwelche besonderen Vorkommnisse mit Tieren auf der Strecke? Dass sich da mal irgendwelche Viecher verirrt hatten, dass sie Notbremsung machen mussten oder so? Ja, einmal waren die Firma Rasches mit der Diesellok nach Philippsheim gefahren und haben einen Wagen mit Zement geholt. Nicht? Die war ja schwer. Ja. Und wir waren auch in Philips. Da sind die hier raufgefahren. Ja. Und oben im Kammerforster Wald war Ende mit der Diesellok. Nichts mehr. War der zu schwer. Ja. Dann kamen wir hinterher, haben wir die noch mit raufgeschoben. Und wie war es dann so um diese Jahreszeit rum, jetzt im Herbst auf der Strecke, wenn Sie Material den Berg hochgefahren haben? Hat das immer geklappt? Ja, sicher. Und dann die Witterungsverhältnisse? Wenn die Schienen nass waren, Lok manchmal durchgedreht, aber da war immer Sand dran, ein Sandkasten an der Lok. Ja. Da hat man den auf, dann ist der Sand auf die Schiene gelaufen. Ja. Nicht? Ja, und dann ging das wieder weiter. Und bei Laub? Laub und kleine Äste? Da war nicht viel. Und gab es denn nicht sonstige böse Buben, die euch mal einen Streich spielen wollten auf der Strecke? Was war damit? Gab es sowas nicht auch? Oh. Ja, man kann doch die Gleise mal so ein bisschen einölen oder so, dass der Zug... Da ging immer das Gespräch. Sie hätten die Schienen mit Schmierseife eingeschmiert, da wäre es nicht. Das war ein leeres Gespräch. Das habe ich nicht erlebt. Ah ja, gut. Also, das war nur von den Leuten so erzählt. Dann haben sie gesagt, die Lok hat immer gerufen, ich packe nicht. Ja. Und wenn wir in Binsfeld waren, hat die Lok gesagt, Schon gepackt. Ja. Das war schon gut. Von der ehemaligen Kleinbahn von Philippsheim nach Binsfeld ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die alte Bahntrasse ist umfunktioniert worden zu einem sehr moderat ansteigenden Radweg, der heute sehr viel genutzt wird. Aufmerksame Beobachter werden die Brückenbauwerke sicherlich noch entdecken. Sehr zugewachsen ist der Brückenübergang über die Aulbach. Aber der aufmerksame Beobachter wird sie sicherlich noch finden. Hier auch noch auf einem alten Bild zu sehen. Von dem ehemaligen Bahnhof Binsfeld ist leider nicht mehr viel erhalten. Der ehemalige Lokschuppen wird heute von einem Busunternehmen genutzt. Vor diesem Lokschuppen steht auch noch eine der ehemaligen Loks und ist mittlerweile von der Gemeinde restauriert worden als Denkmal und Erinnerung an diese doch für Binsfeld sehr bedeutsame Kleinbahn.